Nudelboxen versprechen viele Nudeln, frisches Gemüse und extra zartes Fleisch. Hinter den Riesenportionen und dem Kleinpreis steckt allerdings ein gewiefter Trick. Hier spielt die Fleischqualität keine Rolle. Sebastian denkt out of the box und deckt auf, wie billige Zutaten fett Profit bringen. Hey! Hallo, Sebastian Lege hier. Ich würde gerne eine Bestellung aufgeben. Ja? Ich hätte gern einmal die gebratene Nudel mit Hühnerfleisch. Okay, super. Bis gleich. Danke. Tschüss. Von insgesamt 10 Restaurants lässt er sich Stichproben in seine Werkstatt liefern. Dankeschön. Tschüss. Das hier schaue ich mir jetzt mal ganz genau an. Ey, das ist schwer. Kleine Preise. Schauen wir mal aufs Gewicht. Viel Mahlzeit. Über ein halbes Kilo. Gemüse, Nudeln, Fleisch. Wow. Das ist viel. Sebastian Lege untersucht die Nudelbox genauer und trennt die einzelnen Zutaten. Nudeln, Fleisch und die verschiedenen Gemüsesorten. Boah, ist das ölig, ne? Das trieft ja vor lauter Öl. Dann haben wir hier ein bisschen Kohl. Zwiebeln. Möhren. Die guten Sojasprossen oder Mungosprossen. Der Rest sind Nudeln. Und wie viel Fleisch steckt in der Asia-Box? Inklusive Backteig sind es 64 Gramm Hühnchen. Ein Zehntel des Gesamtgewichts. Ja. Das verrät so einiges. Die Untersuchung zeigt, bei der teuersten Zutat wird gespart und mit billigen Bestandteilen aufgefüllt. Die Analyse nach 10 sezierten Nudelboxen ist eindeutig. Durchschnittlich stecken 10 Gramm Möhre und 11 Gramm Lauch in einer Box. Außerdem 31 Gramm Sprossen und 80 Gramm Huhn. Der Rest sind Nudeln. 350 Gramm. Wahnsinn, ne? So im Handyformat, zack, 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 zack. Portion Nudeln mal eben schnell reinschaufeln. Das geht sogar beim Laufen. Ne? Move Food, sagt man auch dazu. Das Highlight in jeder Nudelbox ist das Fleisch. Es hat eine ganz besondere weiche Konsistenz. Dahinter steckt ein Trick der Lebensmittelindustrie. Haben Sie sich schon mal gewundert, warum das Fleisch immer so butterzart ist, wie das feinste Filet? Hier spielt die Fleischqualität keine Rolle. Der folgende Trick löst alle Probleme. Sebastian Lege nimmt billiges Schweinefleisch. Es ist zäh und von Sehnen durchzogen. Die perfekte Basis für eine günstige Asia-Box. Genau solche Plättchen braucht man. Dann hat man viel Oberfläche und ist immer eine freundliche Kaugarantie. Das ist ein neues Wort, ist mir gerade eingefallen. Eine Kaugarantie. Immer weich, immer perfekt. Jetzt werden die kleinen Fleischscheiben chemisch behandelt. Der Rest ist mehr als einfach. Natron. Das Natron zersetzt die Oberfläche. Deswegen ist es später butterweich. Natron kommt sonst in Backpulver als Triebmittel zum Einsatz. Weitere Zutaten: Kochsalz, Glutamat und Sojasauce. Und das Fleisch legen wir jetzt hier in die Marinade ein. Ganz einfach. Und der Trick funktioniert nicht nur bei Schweinefleisch. Gerade Rindfleisch ist ja mal schnell richtig zäh. Das Salznatron wirkt wie ein Weichmacher außen an der Fleischwand. Es zersetzt die Eiweiße an der Oberfläche. Dadurch wird das Fleisch schön zart. So, und schon wird das Rind butterweich gemacht. Und wir denken, wow, ist da wirklich Rinderfilet drinne? Nein. Viele Asia-Restaurants legen das Fleisch über Nacht in der Natron-Salzmischung ein. Schon ein paar Stunden reichen für einen enormen Weichmacheffekt.
Natron ist im Essen nicht ungefährlich. Zu viel kann zu Bluthochdruck führen oder den Wasserhaushalt stören. Nur in geringen Mengen ist Natron unbedenklich. Unser Fleisch ist jetzt richtig schön durchgezogen. Man kann das auch sehen. Das wird dann so glasig. Da kann man sehen, dass die Zersetzung perfekt funktioniert hat. Hier haben wir noch mal frisches. So, frisches Hähnchen. Behandeltes Hähnchen. Das sackt so ein bisschen ein, das hat nicht mehr so viel Spannung. Die Eiweißketten sind richtig zersetzt. Und der finale Trick ist Stärke. Das kann Maisstärke sein, Kartoffelstärke sein. Völlig egal. Die Stärke gibt dem Fleisch einen Schutzfilm und hält es saftig und macht es auch zarter. So, ein bisschen übers Schweinchen, ein bisschen übers Hühnchen und ein bisschen übers Rind. Im heißen Ölbad konserviert der Stärkeschutzfilm das zartgemachte Fleisch. Zähes Fleisch wird so zum Gaumenschmaus. Ahnungslose Restaurantgäste können das nur schwer erkennen. Wahnsinn, oder? Die Qualität des Fleisches ist egal. Ein paar Pülverchen, ein bisschen Stärke und der Biss ist perfekt. Abtropfen. Und einmal Schweinefleisch butterweich. Ob Restaurants ihr Fleisch mit Natron behandeln, steht praktisch nie auf der Speisekarte. Auch woher das Fleisch stammt, bleibt im Dunkeln. In der Gastronomie muss leider nicht deklariert sein, woher kommt das Fleisch oder auch, wie wurden die Tiere gehalten. Ich habe als Verbraucher eigentlich keine Chance, mich davor zu schützen, dass da auch minderwertiges Fleisch mit schlechten Haltungsbedingungen drinsteckt. Im Supermarkt ist das inzwischen Pflicht. Hier muss die Haltungsform angegeben werden. In der Gastronomie sieht das anders aus. Die Leute denken ja immer, im Restaurant, da gibt's das Beste vom Besten. Meine Erfahrung ist eigentlich eher, wenn wir es zum Beispiel geschafft haben, dass wir irgendeinen Skandal aufgedeckt haben und dann schmeißen selbst die Discounter das Fleisch raus, dann landet es als nächstes in der Gastronomie. Ich sage immer das schwarze Loch Gastronomie, wo einfach der ganze Ramsch der industriellen Tierhaltung reinkommt und dann halt zu Bestpreisen als gute Ware an gutgläubige Menschen verscherbelt wird. Der Weichmacher-Trick lässt auch minderwertiges Fleisch in der Billigbox glänzen. Und Restaurants wird tatsächlich ungewöhnlich günstige Ware angeboten. Im Großhandel gibt es zum Beispiel diese Chicken Breast aus Thailand. Fix und fertig zubereitet. Gekocht, frittiert und gewürzt für die Nudelbox. Tiefgekühlt kostet dieses Fleisch nur etwa halb so viel wie frische Hühnerbrust im Supermarkt. Auch beim Gemüse wird gespart. Schnellimbisse setzen oft auf die günstige Ware. Einige Sorten tauchen darum besonders häufig auf. Kohl? Na komm, Kohl machen wir ein bisschen mehr, der ist günstig. Viel Zwiebeln rein, die kosten auch nichts. Und damit wir diese Visualisierung von Frische haben, ein bisschen grün, aber mehr auch nicht. 80% einer Asia-Box machen die Nudeln aus. Sie sind bereits industriell vorbehandelt. So, Nudeln, das sind Quick-Cooking-Nudeln. Die muss man nur einmal kurz in Wasser tauchen, dauert eine Minute, geht genauso schnell wie das Gericht. Nudeln rein. Quick-Cooking-Nudeln werden in Asien von großen Produzenten wie Diamond oder Longlife hergestellt und nach Deutschland exportiert. Sie bestehen aus Weizenmehl, Wasser und Salz, mit oder ohne Ei. Der Trick? Sie sind vorgekocht und getrocknet. Das alles ist billig. Im Großhandel kostet eine Portion umgerechnet nur 94 Cent. Sie füllen fast die ganze Box aus. Im Wok saugen sich die Quick-Cooking-Nudeln mit Flüssigkeit voll und nehmen Gewicht auf. Damit wir überhaupt nicht aufhören und das nächste Mal wieder an den Stand kommen, ein bisschen Glutamat. Jetzt fehlt nur noch unser Hühnerfleisch und die Mungosprossen. Fertig. Billigste Zutaten, in Sekundenschnelle zusammengefügt. Fertig ist die Asia-Nudelbox. Die Nudeln haben alles aufgesaugt. Die Sojasauce, die Fleischsäfte. Es sieht sehr frisch aus. Durch die kleine Dose Zuckerschoten. Perfekt. Dabei ist der Wareneinsatz minimal.
Die Nudeln kosten Sebastian 94 Cent. Dazu kommen Gemüse für etwa 60 und das Fleisch für nicht einmal 50 Cent. Macht zusammen etwas mehr als 2 Euro. Doch verkauft wird sie für mindestens das 3- oder 4-fache. Ein lohnendes Geschäft. Sebastian verkauft sie ans Team zum Freundschaftspreis. So, erste 5er. Der nächste bitte. Die Mogelpackung Nudelbox. Ein echter Kassenschlager. Tja, wenn Sie nächstes Mal vor so einem Stand stehen, gucken Sie dreimal hin, was Sie bekommen und vielleicht rühren Sie vorher mal Ihre Nudelbox um. Weil das Fleisch liegt garantiert oben drauf. Guten Appetit.